Ja, schönen guten Tag, liebe Leute, ne? Da bin ich mal wieder, nachdem ich das Spiel ungefähr ein Jahr lang nicht mehr angepackt habe, weil ich diese eine Mission Feuertaufe so grandios, gnadenlos verkackt habe. Ja, auf jeden Fall El Burro mal wieder, ne? Telefon klingelt noch. Hier liegt ein verstecktes Päckchen. Nummer 4 von 100. Ja, dann ab die Mission, würde ich sagen. Jäger des verlorenen Schundes. Ja, also der El Burro ist stolzer Besitzer eines wunderbaren Blattes für kunstvolle Fotografie. Und ja, da hatte der seinen gesamten Druck in diesem oder in einem ähnlichen Van drin und da hat einer den geklaut und die Tür offen gelassen. Und diese ganzen Magazine hier stapelweise verteilt in den ganzen Straßen von Liberty City. Ja. Und jetzt ist es natürlich wieder mal unsere Aufgabe, den Scheiß hier wieder einzusammeln. Ja, wenn das gelingt, ne? Ja, man sieht, der Timer, der geht schon schnurstracks Richtung unten. Und wir kriegen nur ungefähr eine Sekunde dazu, wenn man hier die Scheiße einsammelt, also... Ah, weniger fluchen mal, ne? Ja. Oh, ich fahre auch wieder hier einen Mist zusammen. Ja, jetzt schon am Klingeln, cool. Kann man auch eigentlich wieder lassen dann. Na, vielleicht klappt es ja. Ist halt wirklich sehr glücksabhängig, ob da jetzt Autos genau in der Spur sind oder nicht, weil hier, man sieht's ja. Ja, wieder verpasst, ne? Geil. Und das Ding fährt sich wie eine Kartoffel, Alter. Boah, ich könnte wieder ausflippen, du. Für letzte Mal. Schon okay, danke. Ja, ja. Okay. So. Muss das denn sein jedes Mal? Ah!
Meine Güte, nee. Und jetzt muss ich noch höllisch vorsichtig sein, dass mir die Schrottkarre hier nicht in Rauch aufgeht, weißt du? Meine Güte, wer hat sich die Mission ausgedacht, du, ehrlich? Für den gibt's wirklich auch... War wahrscheinlich der gleiche Erfinder wie die Helikoptermission in Vice City. Für solche Leute gibt's doch echt einen Sonderplatz in der Hölle, oder? Einen Ehrenplatz. Meine Güte. Ich habe jetzt auch wieder mindestens genauso viele Versuche gebraucht wie für die Mission von Feuertaufe hier vorher. Meine Güte. Nee, nee, nee. Bleibt mir bloß weg hier, Leute. Wo ist denn? Hier rein? Ja. So. Das sieht doch schon mal gut aus. XXX Max, ja. Jetzt können die Perversen wieder Schlange stehen. Sehr schön. Ja. Ja, wunderbar. Immerhin ein bisschen Cash wieder. Ein kleines Gesundheits-Buff. Und sorry, aber ich gehe jetzt als allererstes erstmal wieder speichern auf den Schock hier. Weil das ist ja wohl echt nicht wahr hier. Oh, ehrlich, ehrlich, was eine Mission, du. So, Spiel speichern, Gran Turismo weg, ja. Alles klar. Ja. Das war jetzt unser Ausflug in die Welt der Diablos, ne? Aber, ne, wir sind ja eigentlich wegen was anderem hier, und zwar... Haben wir ja immer noch so was offen bei den Mafiosis der italienischen. Ja. Mafia. Ja, komm. So, und zwar ist da noch diese schöne T auf dem Radar. Steht natürlich für Tony Cipriani. Beziehungsweise seine Mama, die wahrscheinlich mehr zu sagen hat als er. So, ein bisschen Knarre gekauft, ne? Eine Sache hätte ich noch ganz gerne, und zwar ist hier ein verstecktes Päckchen. So. So, jetzt mal auf zum Tee, wa? Ja, ich weiß ja, dass ich irgendwie komisch fahre. Ist okay. Ja. Eben noch eine Sache geholt, und zwar... Gesundheit brauchen wir nicht, aber dafür hätten wir gerne eine Panzerung, wa? So. Schön in den Mafia-Dreier rein. Und... So. Und die Mission angenommen. Der Geldbote.
Or trying to. He'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Ja, da ist er sich sogar zu fein, persönlich mit uns zu reden. Schreibt uns lieber irgendwelche Liebesbriefchen. Naja, soll mir auch recht sein. Ja, auf jeden Fall, wir sollen ein bisschen Geld abheben. Die Wäscherei will es anscheinend bezahlen, aber er sagt explizit, pass bitte auf, denn die Triaden, ne, die haben immer noch ein Hühnchen mit uns zu rupfen, ne? Auf jeden Fall wieder ab ins tiefste Chinatown. So, zieht euch mal hier. Ja, ich lasse den Wagen mal. Zur Sicherheit ein bisschen im Weg stehen. Vielleicht kann man ja schon was ahnen, was gleich passiert. Ja, von da kommen welche, von da kommen welche und von da kommen welche. Schöner Hinterhalt, nice. So, da kommen wir nämlich gar nicht raus. Ja, komm. So. Was soll ich denn hier machen? Kann ich den überfahren denn, oder? Ja, guck mal. So, der war's dann, einer weniger. So, jetzt hat Geld zu Toni gebracht. Ja. Jo, okay. Soweit, so gut. Wir sitzen im, naja, Auto nicht, aber LKW. Direkt noch was gekapert. Jo. Werden wir verfolgt? Ne, sieht nicht so aus. Also ich sag mal, ja. Ich habe ja sowieso einen neben mir herlaufen, ne? Nur jetzt nicht schon wieder. Genau. Ich dachte gerade, da will uns einer umfahren. Aber es sieht ja nicht so aus. Wo bin ich denn jetzt hier wieder gelandet? Ja, ich kenne die verrücktesten Abkürzungen hier. Die nämlich auch gar keine sind, ne? Witzigerweise. Ja. Ja, den Rest können wir aber auch zu Fuß machen. Ja. Ja, der Vorteil bei der Uzi ist halt tatsächlich, dass man im Laufen schießen kann. Deswegen, wir haben jetzt so gut wie nichts an Rüstung verloren, ne? Oder Gesundheit halt. Ja, 10.000 wieder aufs Konto. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, sure, sure. Ich gehe aber nochmal eben speichern zur Sicherheit, weil das kann jetzt auch ein bisschen Glück gewesen sein, dass ich die Mission jetzt hier geschafft habe. Naja. Ja, gehört eben auch dazu. In dem Spiel muss man, wenn man nicht immer alles verlieren will, am besten ein bisschen häufiger speichern. Wobei es hier eben auch nicht so wahnsinnig schlimm ist, das, was, also das bisschen, was man sich erarbeiten kann, dann auch zu verlieren. Also die paar Waffen da. Zumindest am Anfang, ne? Ich habe ja noch nichts. Naja, frisch gespeichert. Machen wir mal hier. Ja. So,